Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren kleinen verrückten Runde Minecraft. Verrückt deswegen, weil ich verrückt bin. Weil ich einfach nicht zur Ruhe komme mit meinen Ideen und Gedanken und Vorhaben und Pläne, die ich dann alle auch anfange und dann irgendwann mal halt als Baustelle, als halb oder auch nur angefangene Baustelle einfach so, na, mir nicht zurücklasse, um direkt zur nächsten Baustelle zu springen. Nein, das mache ich nicht extra, nur um halt ein bisschen mehr wie Gronkh zu sein, ne? Auch wenn es halt ein bisschen ähnelt. Ich kenne so viele YouTuber, also damals jedenfalls, ich habe mir viele Minecraft angeguckt und die waren alle so diszipliniert, die haben was angefangen und auch beendet. Also jetzt mal ernsthaft jetzt, also kein Witz, ich, ne? Das ist wirklich wahr. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. So, wir wollten hoch, ne? La 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 la. So, ich habe jetzt ein bisschen hier hinten am Eingang geguckt bei mir im Park. Und da habe ich mit Erschrecken festgestellt, es war asymmetrisch, was ich gemacht habe. Asymmetrisch ist natürlich Kacke. Ne? Ich versuche mal den Eingang so hinzukriegen, wie ich es hingekriegt habe. So, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich brauche aber 16. Das heißt, hier einmal rausruppen. Dankeschön. Und einmal Eichenlaub hier. So. Und hier brauche ich auch 16. Daun, daun, daun. Boah, das stört mich immer noch hier, aber ist egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Skrisch. Das war eigentlich dumm, was ich gemacht habe. Aber, hä, bin ich. Das war wirklich blöd. Ich muss sie doch sowieso wieder hier reintun. Ja, das hier wird doof. Das wird richtig doof. Scheiße. Nein. Oh, no way. No way. Was habt ihr gemacht? Scheiße. So. Dann werde ich mal hier. Da kommt nämlich noch eine hin. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie halbwegs vernünftig hin. So. So, dann machen wir hier schon mal halbwegs einen Eingang rein. Habe ich den Timer laufen? Jo. Ach ja. Ach, das Leben könnte so schön sein. Ich habe da wieder jüngst, Alter. Boah, richtig schön. Episch. Ich wollte eine schöne Musik. Auch an, die man hört. Irgendwas Schönes. Hallo. Machen wir erstmal ein bisschen lauter. Ja, gut, okay. Machen wir die. Komm, die ist schmissig. Schmissig. Mein Gott. Die ist schmissig. Was ist denn schmissig, bitte? Das ist der Urvater des Oldschool-Begriffs. Ja, komm. Die verbrauchen wir dann halt. Pass auf, Birkenlaub. Das ist doch Eichenlaub, oder? Ist das jetzt Eichenlaub? Leute, das ist Eichenlaub. Toll. Okay, wir versuchen dann. Wie sieht denn jetzt Birkenlaub aus? Hier. Ah, okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. Wir schauen jetzt. Wir gehen jetzt einfach hier ab und gucken, wo jetzt noch Birkenlaub ist. Das ist natürlich sehr blöd. Habe ich in der letzten Folge, das wollte ich heute mal besprechen, habe ich in der letzten Folge mal erwähnt, dass der Mensch sich aufregen muss, dass wir Menschen halt so sind? Alter, wieso ziehe ich denn immer nach rechts, links? Ist klar bei mir. So sieht alles sehr eichenlaubmäßig aus, ne? Jawohl. Ich habe der Jüngst mich gestern wieder auf Facebook mal ausgelassen. Nicht, weil ich es kann, sondern so Birkenlaub. Birkenlaub. So, würdest du bitte. Weil da war wieder ein Bericht über eine 5. Das ist jetzt Eiche, ja? Und Birke war hier. Boah, du kannst aber echt kaum. Ja, doch, die Größe der Blätter und die Form der Blätter. Ja, gut, okay, dann gehe ich danach. Dann wurde die irgendwie von.
Wie war das? So, wollen wir erstmal gucken, ob das auch seine Richtigkeit hat. Da wurde ein 15-jähriges Mädchen von 6 Afghanern über 4 Tage vergewaltigt. Also richtig mega grausam. Und die einzigen Kommentare darunter bezogen sich auf die Herkunft der Täter. Typisch Afghane und danke Merkel und ja, weiß nicht, da wurde alles relativiert, da wurde alles. Und auch dieses Thema hatte ich vor gar nicht allzu langer Zeit. Leute, die alles irgendwie relativieren müssen. Ja, als ob das irgendwie die Sache weniger schlimm macht, weniger grausam, weniger schrecklich. Wie ekelhaft ist das? Wie ekelhaft sind diese Menschen? Tut mir leid, ne? Also jeder, der hier relativiert, dem jetzt wirklich bei diesem wichtigen Thema wirklich noch interessiert, welche Herkunft die haben. Ja gut, natürlich ist die Herkunft jetzt, ne? Jetzt kommen sie an, ja, aber wenn Merkel nicht gewesen wäre, wären die Afghanen. Weißt du doch gar nicht. Halt doch die Fresse, wenn du keine Ahnung hast. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal das Thema gehabt, Dummheit tiltet mich, ja? Und das ist Ignoranz und Dummheit. Ja, man weiß nur quasi, es sind Afghanen. Und ne, wenn wir uns jetzt wirklich mal darauf jetzt beziehen, was macht denn das die Sache schlimmer oder besser? Ich verstehe das nicht. Es ist das Grausamste, was einem Menschen widerfahren kann. Eine Vergewaltigung, eine Entführung, eine Vergewaltigung. Das Schlimmste, was einem Menschen widerfahren kann. Und das Einzige, worum man sich kümmert, ist die Herkunft der Täter. Ernsthaft jetzt, Leute? Um es dann halt mal mit dem auf, wenn ich jetzt mal auf diesem Niveau bleiben möchte halt, ja, auf diesem braunen Niveau, dann möchte ich sagen, ganz ehrlich, Leute, ihr seid ekelhafte, abstoßende Untermenschen. Ja, Untermenschen ist ein Begriff aus dem Nationalsozialismus. Und ich glaube, damit fühlt ihr euch ja wohl, wenn man euch jetzt halt irgendwie halt auch in eurer Sprache quasi mit eurem Slang irgendwie begegnet. Ich glaube, das, ne, das mögt ihr, deswegen lasst euch gesagt sein, ihr seid alles, das stehe ich auch zu, ne, nehme ich auch nicht zurück. Die, die so denken, denen das wirklich wichtiger ist als die Tat an sich, ja, das sind für mich ekelhafte Untermenschen. Wie kann man denn etwas so relativieren? Warum muss man denn halt sagen, pass mal auf, ach nee, ist ein Christ gewesen, ja, dann ist halt tragisch halt, dass sie vergewaltigt wurde, ne? Aber ne, solange es kein Afghane ist, ne, solange es kein Ausländer ist, kein Asylant, dann ist das doch alles okay. Boah, ey, ich habe so einen Ekel vor diesen Menschen, ne? Das könnt ihr gar nicht glauben. Ganz ehrlich. Oder hier zur Silvesternacht ist ja in Bottrop und Essen, gab es ja 2 Täter, die da irgendwie in Menschenmengen reingefahren sind. Erstmal hieß es auch sofort wieder, pass auf, ne, Asylanten und Allahu Akbar und so weiter. Und dann stellte sich heraus, das waren Deutsche. Und zwar gezielt gegen Ausländer, weil sie halt einen Ausländerhass hatten, ne? Und dann war der Aufschrei aber nicht mehr so groß. Warum? Die Menschen sind doch trotzdem angefahren, schwer verletzt und teilweise, ich weiß nicht, die ist schon gestorben, ein paar Stück. Habe ich jetzt nicht ganz genau so im Dings, Blickfeld. Aber das ist doch so ekelhaft grausam, dass man das überhaupt macht. Und das Einzige, was interessiert, ist aber welche Herkunft. Welche Herkunft, woher kommt der Täter? Hä? Ach, boah, nee. Also ihr merkt schon, mir fehlen da sogar teilweise die Worte zu. So viel Abschaum. Man weiß ehrlich gesagt nicht, was schlimmer ist. Die Täter oder solche Menschen? Natürlich die Täter, aber ihr wisst, was ich meine. Halt, ne? Oh, nee. Da wird so relativiert und, ist auch schon wieder ein böses Thema, ne? Auch schon wieder ein sehr schlechtes, negatives Thema. Gerade in einem eigentlich so schönen und, friedvollen Minecraft-Let's Play. Aber es sind halt Sachen, die mich so halt tierisch aufregen. Und da ich halt momentan nicht mehr irgendwelche Leute habe, die sich dafür interessieren würden, mit denen ich mich austauschen kann. Alter, wie viel... Warte, wir müssen noch einiges an Laub zusammenkratzen, ne? Sehe ich hier gerade. Da habe ich ja im Baummodus voll den Vorteil gehabt. Pass mal auf, ich mache das hier ein bisschen schneller. Her. Boah, Alter. Ey, da haben wir uns aber was vorgenommen, ey. Okay.
Da hinten sind Bäume, ne? Ah, bei meiner Nase, juckt. Pass mal auf. Ich werde mir jetzt ein bisschen Laub besorgen, ohne dass ich jetzt diese Bäume fälle, oder? Fäll ich die Bäume? Nee. Na, ich fäll die trotzdem nicht. Tut mir leid. Was ist denn das hier für eine entspannte, chillige Musik, ey? Wusste, wenn ich da sowas hab. Und wie gesagt, es tut mir auch leid, dass ich da ein bisschen taktlos werde. Aber das sind so Sachen, boah, die sitzen so tief, ne? Vor allem diese Gerechtigkeitssinn, das ist so. Ah, weiß ich nicht. Bin gerade ein bisschen schweigsam, weil ich jetzt so auf Biegen und Brechen versuche, das schöne Themen irgendwie ranzuholen. Und mich auch selbst ein bisschen mal wieder auf den Boden zu bringen hier. Na. Ach, ist das schön. Ein paar Baumstümpfe sind noch. Stümpfe, Stümpfe. Ein paar Baumstümpfe. Hey Bruder, siehst du Baumstümpfe? Hey, ehrlich, wie schnell gehen denn bitte die Scheren kaputt hier? Ich brauche noch so viel. So viel. Eigentlich müsste ich ja hacken, Holz hacken hier, ne? Aber ich möchte gerne mal ein bisschen weiterkommen hier bei meinem Park. Ich weiß, klingt merkwürdig, ist aber tatsächlich so. Ich möchte noch das neue Thema hier anfangen. Ich bin immer so abgelenkt. Ich denke immer, das sind so. Das ist irgendwie so Birkenlaub und so weiter, ne, das Helle, aber das ist es ja nicht. Ich könnte eigentlich komplett durchgraben hier. So, zur Seite. Na, lass mich mal los hier. Dankeschön. So, sieht natürlich alles total pottenhässlich jetzt aus. Komm mal her, wo hat man die Axt? So, machen wir mal ein bisschen uns nützlich hier, ne? Holz kannst du eh mal wieder gut gebrauchen. Da hinten sieht auch schön aus, da können wir auch mal ein bisschen lang reisen. Sind wir mit Sicherheit schon, aber ist ja egal. Und ich würde gerne wissen, ich würde auch gerne mal wieder zu unserem Dorf da hinten, um zu gucken. Kohle. Brauche ich jetzt irgendetwas nicht? Birkenlaub. Genau. Birkenlaub brauche ich nicht. Einfach nur, um zu gucken da hinten, ob man da jetzt tatsächlich rote Beete wieder bekommt. Ansonsten müssen wir irgendwo gucken, dass wir ein Dorf finden. Und diesmal werde ich gut und lieb sein zu den Dorfbewohnern. Ne, lieber Shadowwolf, ich mecker doch nicht immer. Ich bin halt ein typisch Deutscher, ich muss meckern und mosern. Nein, ist ja nur Spaß. Boah, das ist voll die schicke Musik. Was ist das für eine Musik? Ich würde jetzt gerne mal nachgucken, gerade mal so. Alter. Ist das dieses Unterwasser-Theme von Donkey Kong? Ich glaube schon. Boah, nice. Habe ich doch mal gute Musik ausgewählt. Vor allem muss ich hier gucken, wenn wir dann hier sind. Ah, guck mal, alter Kies. Oh, das werden wir weggraben. Definitiv weggraben und dann gegen. Ja, entweder lassen wir da halt ein bisschen mehr Wasser. Wie ich schon am gucken bin, wie so ein Geier, ne? Pass mal auf. Ich möchte das gern wegpacken. Hallo? Ja, pass auf. So. So, dumm, 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 dumm. So, jetzt habe ich wieder einen Platz. Dann nehme ich mal eine Schaufel. Ich bin so schlimm, ich weiß. Es tut mir auch fast leid. Also wirklich, fast. Komm, fast ist auch nicht schlimm. Schlecht. So, ich grab da mal ein bisschen. Komplett ungeplant, komplett unnütz, was ich hier mache. Ist es ja eigentlich nicht, ne? Ich meine, es geht ja um Kies. So, dann habe ich wenigstens mal ein bisschen Ablenkung hier von meiner schlechten Laune. Ich habe gar keine schlechte Laune. Manchmal denke ich mir nur, vielleicht sollte ich die Social Medias mal meiden. Alter, wie viel Kies wir hier mal haben, ne? Unverschämt viel Kies.
So, jetzt muss ich aber hier so oben bleiben. Denn schwimmend kann ich weitaus weniger schön abgraben. Boah, und ich werde hier schon wieder abgetrieben. Oh nee, no way. Hallo. Oh nö. Das heißt, ich muss. Nee, die Kies nicht. Erde, ne? Erde. Ja gut, komm, dann verzichten wir hier drauf. Wo sind meine Eimer? Was? Was war das denn jetzt? Was? Hallo? Hier. Gib mir mal bitte den. Gib mir meinen Eimer wieder. Hallo, wieso kriege ich meinen Eimer nicht wieder? Oh, ich denke schon. Was ist denn los hier? So. Was war das denn jetzt bitte? So, einmal hier. Und dann hier. So viel ist das ja jetzt hier nicht. So, geht das? So, und du hast hier auch noch einen Flusslauf. Und hier und hier. Jetzt alles wieder gut, oder? Sieht zwar jetzt ein bisschen hässlich aus, aber weißt du, ich habe auch genug. Ich habe genug, komm. Wir haben ja eigentlich was vor. Mach mal ein bisschen Tag hier. Geht das? Danke. It's a wonderful, wonderful day. The world? Keine Ahnung. Ach ja. Ich habe mir jetzt tatsächlich noch am letzten Tag, wir haben jetzt den dritten, und da ist ja der Winter Sale, der ist ja für euch schon längst vorbei, ne? Steam Winter Sale. Und da habe ich mir jetzt noch Final Fantasy 8, 9 und 10 geholt. Ja, weil ich aus Gründen ein sehr, ja, ich sag mal so, ich kann mich ja selber als, ja, Fan in, ja doch, ich kann eigentlich sagen, dass ich ein Fan bin. Ja, halt, aber nur von den Teilen, die ich jetzt gekauft habe. Teil 7 wollte ich auch holen, war mir aber nicht sicher, ob ich das mag. Das größte Problem bei diesen Spielen ist natürlich immer die Zeit, die ich nicht habe. Ne, aber das möchte ich auch, glaube ich, gerne mal anspielen. Muss ich noch nachträglich kaufen dann. Ich muss mich aber dann sputen, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt gerade mal 10:45 Uhr in der Früh. Ich weiß nicht, wie lange die Aktion jetzt noch geht bis heute Abend. Ich glaube, bis 18 Uhr kann das. Und dann ist auch schon wieder vorbei. Und ich weiß jetzt schon, dass ich weder für 7, 8, 9 oder 10 oder 13, welche sie schon längst habe, ich habe die Zeit nicht dafür. Aber Hauptsache, ich habe es. Ja, vielleicht mache ich da halt irgendwo mal ein Angespielt draus. Oder ein Retro-Game. Das Problem ist halt, ich habe ja auch schon mal Secret of Mana angespielt. Ich glaube, das habe ich angespielt, ne? Und da habe ich es ja schon genannt, das Problem, das eigentliche, dass einem dafür viel zu viel Zeit bei Flöten geht. Ja, dass wir viel zu viel Zeit benötigen, um da auch vernünftig spielen zu können. Und da ist es, ja, solche Spiele sind halt sehr grindlastig. Das heißt, ich müsste irgendwie einen Kompromiss finden. Ich müsste dann also quasi offline grinden. Ja, ganz normal die Story weitermachen. Aber um, ja, Waffen zu skillen und um Level zu skillen, um Zauber zu skillen, müsste ich wirklich, weil ich da sehr viel grinden muss, das müsste ich dann offline machen. Und weiß ich nicht, ob ich das will. Vor allem der Aufwand. Es ist ja immer so die Frage, Aufwand und wer guckt das? Ich meine, es sind ja so schon kaum Leute, die meine Let's Plays gucken. Ja, natürlich, ne, halt keine Reichweite. Ist ja jetzt auch nicht so verwunderlich. Naja, aber dann, wenn ich dann solche Projekte in Anspruch nehme, puh, weiß ich nicht. Ich meine, gut, abgesehen davon, diese 30 Minuten Baufolgen, wo ich wirklich nur am Buddeln und am Graben und am Auffüllen bin, ist ja jetzt auch nicht gerade so das Spannendste. Ne? So Highlight-mäßig geht da noch was. Aber das ist halt Minecraft. Gut, jetzt kann ich sagen, bei Final Fantasy und Secret of Mana, da weißt du ja auch, worauf du dich einlässt. Klar, sicher, ne? Aber ich meine, ich habe das ja schon hier bei Minecraft jetzt gemacht. Mit dem, ja, mit dem Fluss, den ich hier jetzt halt ein bisschen verschieben wollte, ein bisschen abgetragen habe, habe ich ja letztendlich dann auch einen Baumodus gemacht. Gelle? Weil das sind halt so Sachen, boah, nee, da brauchst du aber auch Ruhe, da kannst du nicht einfach so hinbabbeln. Kannst du schon. Ja, aber es ist dann, du bist dann schneller und effektiver, wenn du Ruhe hast. So, Alter, guck mal hier.
So, wenn ich diese Sache noch mache hier. Lalalala. Ich fürchte aber, dass wir immer noch ein bisschen mehr Laub brauchen. Oh, ich habe da einen Arsch voll Laub, welches ich brauche. Und wir brauchen ziemlich viele Ranken. Ich weiß nicht, warum ich die immer noch haben möchte. Aber ich finde, das sieht schöner aus, so mit Ranken. Ja, super. Wow, das hatte so ein bisschen was Hypnotisierendes, oder? Huch, wir haben es geschafft. Ja, wir sind durch. Wir sind durch. Wir sind durch. Ich freue mich gerade. Ach, wie schön. Problem ist natürlich, dass wir jetzt hier mal nicht mehr rauskommen, ne? Also erstmal. Das heißt, ich müsste erst mich um die Zugänge kümmern. Ich glaube, das werde ich auch machen. Oh, ich muss mich mal stricken. Ui, 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 ui. Oh, der alte Mann hier, ne? Der alte Mann. So, und jetzt muss ich natürlich auch gucken, wie ich das hier gemacht habe, ne? Da bin ich mir jetzt nämlich nicht mehr ganz so sicher. So, ich meine, hier habe ich es mit Slabs. Slabs habe ich noch, ne? Wo habe ich die Slabs? Ich hatte doch Slabs. Alter, wo habe ich die? Also die Sto. Oh mein Gott. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Müsste ich gleich nochmal nachgucken. Ich würde sagen, jetzt aber erstmal packen wir hier die Kiste aus. Die Dreckkiste. Das brauchen wir nicht mehr. Puh. Na, wohin jetzt damit? Zurück in die Base? Oder sollen wir hier eine Kiste machen? Nee, komm, zurück in die Base. Machen wir. Alter, ist das schön. Ich freue mich gerade. So. Alter Schwede, da haben wir jetzt echt was rausgehoben, ne? Da haben wir echt megamäßig viel rausgehoben. Boah, und ich muss noch so viele hochgeladene Minecraft-Folgen beschriften und alles. Ich habe ja schon heute ein bisschen was gemacht. Und ich habe jetzt schon wieder so viel, die ich hochladen und beschriften könnte. Ich komme einfach nicht nach. Ich komme einfach nicht nach, weil ich auch einfach zu faul bin. Gebe ich ja zu, ich bin halt ein fauler Sack. Das ist hässlich, das muss ich wegmachen, den Pilz. Das ist mir auch bewusst. Ich wollte jetzt gerade fragen, ob wir mal runtergehen sollen in die Monsterfalle, aber. Schnarch. Monsterfalle ist ja so eine Sache, ne? Pass mal auf, ich mach mal kurz. Normal. Zurück. So, hoffentlich springt mir jetzt niemand auf den Kopf. Was war das hier? Erde. Ich weiß nicht, warum das hier eine Erde. Ja, okay. Weil ich mal eben schnell. Erde, 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 Erde. Das kann mit und das kann auch mit. So, das ist Kies und das ist Erde. Kies haben wir hier extra. Alter, wir haben aber auch viel Kies, ne? So, Steine. Kann ich die hier, die Cobblestones? So, Kobbel, 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 Kobbel. Die brauche ich noch. Vielleicht nehme ich die und die mit. So, Holz. Da habe ich auch schon wieder einiges gesammelt, ne? Alter Schwede. So, die brauche ich nicht. Ich packe die mal hier hin. Die Blümchen und so weiter habe ich doch auch noch. Blümchen, Setzlinge, Laub, Setzlinge. Gut, Laub habe ich jetzt nicht. Die Blümchen hier. Und hier und Saatgut. Brauche ich alles nicht. Was, das, das, das. Das hierhin, das dahin. Boah, wie ich hier organisiert bin, ne? So, die Eimer kommen erstmal weg. So, du dahin, so das und das. Der Sand, der kann mal hier rein, der kann mich mal. Glas könnte ich mitnehmen. Nehmen wir mal das hier mit. Gut, dass du nicht creepy bist. So, Eisenerz. Wir haben noch drei, das sollte reichen. Ich würde sagen, wir sind jetzt gewappnet. Gehen wir einmal runter und gucken, ob das schon. Ich glaube nicht, dass sich da großartig was gesammelt hat.
Ja, da hat sich nämlich genau gar nichts gesammelt. Hallo. Uah. Hier kommt. Du explodierst mir noch hier, ne, Creeper-Kacker? Du Scheißhalle, du. Uah. Geht weg. Nee, macht keinen Spaß. So, wie gesagt, der große Baumodus ist vorbei. Großen und Ganzen. Ich glaube, wir können gleich wieder schlafen, ne? Ich möchte aber noch gar nicht so viel machen. Aber nee, ich will ja nicht schlafen. Blalala. So, ich mache jetzt hier erstmal Pause, dann schaue ich mir gleich nochmal den Park an, ne, wie ich das da gemacht habe. Und ja, damit, oder weißt du was, ich gehe nochmal hin. So, denn ich habe ja das Gedächtnis einer Eintagsfliege, wenn ich dann da hinten bin. Oder weißt du was, komm, Optionen. Friedlich. Ich habe da keine Lust, mich da jetzt rumzuärgern, mit dem muss ich jetzt was essen. Bin ich jetzt verletzt? Kommen jetzt Monster? Das machen wir später alles. Jetzt sind wir im Baumodus und da bleibt es auch so. Was ich hier noch eventuell machen wollte, ist hier die Brücke ein bisschen erweitern, dass die hier so einen Knick hierhin macht. Dass sie halt hier so abdriftet. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ja, also ähnlich wie da. Der geht hier auch so schräg lang. Ne? Nicht gerade, sondern schräg. Dass ich das dann hier auch so mache. Ja, vielleicht mache ich das noch später. Lalalala. So, liebe Leute, ich bin hier erstmal raus. Ne? Ich habe keine Dings. Na, gut, egal. Ich bin hier erstmal raus, liebe Leute. Ich hoffe, ne, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann wahrscheinlich wieder mit normalen Folgenlängen. Gott sei Dank. Ne, und dann, ja, schauen wir mal. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.